Freunde und Menschheitsfamilie. In diesem Video geht es um das Thema Erdung. Ich werde vor der Meditation ein paar Worte dazu sagen, was Erdung bedeutet. Und im Anschluss machen wir eine Erdlichtanbindung und eine Rückverbindung mit dem Lebensbaum. Warum ist die Erdung so wichtig? In der heutigen Zeit haben viele Menschen, vor allem in den westlichen, modernen Ländern, ihre Erdung verloren. Aufgrund einer Lebensweise, die nicht mehr unserer Natur entspricht. Das Wohnen in den Städten, zu viel Stress, alles viel zu schnelllebig. Was sich bereits durch die momentane Situation vielerorts schon runtergefahren hat und entschleunigt wurde zwangsweise. In Bezug auf die Erdung ist es so, dass wir Menschen wie Bäume sind. Es ist wichtig für uns, dass wir unsere Wurzeln in der Erde haben, dass unser Körper, der Stamm, stark und kräftig ist und unser Geist, die Krone, nach oben geöffnet ist und flexibel ist, wie die Äste eines Baumes. Wenn wir die Wurzeln nicht in der Erde haben, dann können wir den Stürmen des Lebens nicht standhalten. Dann wird der Stamm, also der Körper, schwach und die Krone verbrennt und kann sich nicht wirklich öffnen. Wenn wir nicht geerdet sind, dann können sich auch unsere spirituellen geistigen Fähigkeiten nicht manifestieren hier auf dieser Ebene. Wenn wir nicht geerdet sind, fehlt uns die Kraft und die Lebensenergie. Und die Seele kann sich nicht in unserem Körper verankern. Die Erdung ist also die Voraussetzung für alles. Es ist die Basis. Und je tiefer wir die Wurzeln in der Erde haben, desto stärker werden wir, desto mehr Vertrauen bekommen wir, Vertrauen in uns und Vertrauen in das Leben. Erdung bedeutet auch authentisch sein, wahrhaftig sein, den Mut zu haben, wir selbst zu sein und die Maske abzunehmen. Unser wahres Gesicht wieder zu zeigen. Geerdet zu sein bedeutet, dass wir den Mut haben, das zu sagen, was wir wirklich denken und fühlen. Wichtig ist, diese Erdung jeden Tag durchzuführen, zusammen mit der Anbindung nach oben an das Licht. Doch der Fokus geht erst einmal nach unten in die Erde, wie beim Baum auch. Denn bevor sich dem Licht öffnet, muss der Samen erst Wurzeln schlagen, damit die Pflanze nach oben wachsen kann, damit die Pflanze groß und stark wird. Für die Meditation mit der Erdlichtanbindung und Rückverbindung mit dem Lebensbaum. Setz dich jetzt ganz bequem an einen ruhigen Ort im Meditationssitz. Leg die Hände auf deine Knie, am besten in Gyan Mudra. Das ist eine Position der Hände, wo Daumen und Zeigefinger miteinander verbunden sind, um den Energiekreis zu schließen, um die Energie, die aktiviert wird, bei dir zu behalten. Wenn es dir schwerfällt, im Meditationssitz zu sitzen, kannst du dich auch auf einen Stuhl setzen oder dich einfach hinlegen. Nimm jetzt die Position ein, die dir bequem ist. Und wenn du in deiner Position bist, dann beginne langsam die Augen zu schließen.
Lass deine Atmung jetzt ruhig und tief werden. Beginn mit ein paar tiefen Atemzügen. Atme durch deine Nase ein und über den leicht geöffneten Mund aus. Atme auf diese Weise 6 bis 8 Mal und lass jede Ausatmung länger werden, solange bis deine Ausatmung doppelt so lange ist wie die Einatmung. Nur wenn du vollständig ausatmest, kannst du tief einatmen. Nur wenn du vollständig ausatmest, entsteht wieder Raum, um die neue Lebensenergie in dir aufzunehmen. Lass dich mit der Ausatmung in die Unterfläche fallen und nimm Kontakt zum Boden auf. Atme noch einmal über den geöffneten Mund aus und lass dann die natürliche Atmung wieder kommen. Atme tief ein und lange aus. Lenke die Energieströme von der Außenwelt jetzt in deine Innenwelt. Löse dich von dem Äußeren und konzentriere dich auf dein Inneres. Spür in dich hinein und spür, wie deine Anbindung an die Erde ist. Nimm deine Wurzeln wahr. Nimm wahr, ob dort eine Verbindung ist. Oder ob es sich eher entwurzelt anfühlt. Nimm wahr, wie sich dein Körper, der Stamm, anfühlt. Und auch, wie es deinem Geist, deiner Krone geht. Wenn du wahrnimmst, dann urteile nicht. Nimm es einfach an und lass es dann wieder los. Und jetzt beginne vollkommen loszulassen von allem, was Wahres ist und sein wird. Komm an im Hier und jetzt in der Gegenwart. Und beginne deine Aufmerksamkeit zusammen mit der Atmung von deinem Herzen nach unten zu richten, in deine Wurzeln, in die Basis, zum Muladhara Chakra an der Basis der Wirbelsäule. Beginne zwischen deinem Herzen und deinen Wurzeln aus und wieder einzuatmen. Atme in die Basis aus und von der Basis wieder ein. Mit jedem Ausatmen in dein Wurzelchakra setzt du den Impuls, dieses Energiezentrum zu öffnen, damit du dich in der Erde verankern kannst. Spür, wie deine Basis sich langsam öffnet. Und deine Wurzeln beginnen in die Erde zu wachsen. Am Anfang noch vielleicht klein und schwach, doch mit jedem Atemzug werden die Wurzeln stärker, größer und wachsen tiefer hinein in den Erdboden. Über die verschiedenen Schichten der Erde bis in das feurige Zentrum der Mutter Erde. Begleite deine Wurzeln mit deiner Ausatmung, solange bis dein Atemstrom zusammen mit den Wurzeln den Erdmittelpunkt erreicht haben, um sich hier zu verankern. In dem Moment, wo du die Verankerung spürst, atme noch ein paar Mal über den geöffneten Mund oder auch mit einem leichten Seufzer aus.
und lass nochmal die ganze verbrauchte, schwere und belastende Energie los. Übergib sie dem feurigen Zentrum der Erde zur Transformation. Das Feuer hat die Kraft, sämtliche verunreinigte und negative Energie sofort umzuwandeln, die dann als neue, kraftvolle Energie über deine Wurzeln aufsteigt. Je mehr du loslässt und dich innerlich frei machst, desto mehr Energie kann von unten aufsteigen und dich erfüllen. Atme zwischen deinem Herzen, deinen Wurzeln und dem Erdmittelpunkt aus. Spür die Transformation. Und mit der Einatmung lass die kraftvolle neue Erdenergie hinaufströmen über die Wurzeln bis zu deinem Herzen. Von deinem Herzen dehnt sich die kraftvolle Erdenergie in deinem ganzen physischen Körper und in deinem Energiefeld aus. Es ist ein tief orange-roter Strom, der dich erfüllt und umgibt, dir neue Lebenskraft schenkt, neuen Mut und neues Vertrauen, innere Stabilität und innere Kraft. Diese Energie erreicht auch dein gesamtes Zellkollektiv. Deine Zellen öffnen sich. Und in dem Moment, wo die vertrauensvolle Erdenergie hineinströmt, entweicht die Angst aus deinen Zellen. Atme weiter zwischen deinem Herzen und dem Erdmittelpunkt aus und wieder ein. Und spür die Transformation, die dadurch stattfindet. Atme Angst und Zweifel aus. Und atme Vertrauen und Liebe ein. Und während du weiter atmest, fließt der Erdenstrom durch dein Herz entlang der vertikalen Lebensachse hinauf Richtung Krone. Und mit der nächsten Einatmung begleitest du den Erdenstrom hinauf bis zum Scheitelchakra, etwas oberhalb von deinem Kopf. Und von dort atmest du wieder in dein Herz aus. Vom Herzen atmest du in die Krone ein. Und mit jedem Atemzug öffnet sich deine Krone, dein Geist nach oben ins Licht. Und der Erdstrahl kann in den Kosmos fließen, zusammen mit deiner Atmung, um sich mit der Urzentralsonne, der höchsten Quelle des Lichtes, zu verbinden. Der Alkyone, die von unserem Sonnensystem umkreist wird. In dem Moment, wo sich dein Geist öffnet, steigen bereits Gedanken auf, die nicht der Wahrheit und der Liebe entsprechen und werden von dem herabströmenden Licht aus dem Zentrum der Sonne verbrannt, transformiert. Nur die Gedanken, die der Wahrheit und Liebe entsprechen, bleiben. Atme zwischen deinem Herzen, deiner Krone und dem Zentrum der Sonne ein und von dort wieder in dein Herz aus. Und lass das hochfrequente goldene Licht in deine Krone strömen. Und lass deinen Geist wieder zum Kelch für göttliche Gedanken werden. Göttliche Ideen und Perspektiven. Deine Krone wird erleuchtet und der Lichtstrahl aus der göttlichen Quelle fließt über dein Kronenchakra hinunter in dein Herz, verankert sich hier und dehnt sich jetzt in deinem physischen Körper und in dein Energiefeld aus.
Dein geöffnetes Zellkollektiv empfängt dieses hochfrequente und hochschwingende Licht. Und die Schwingung in deinem ganzen Sein, in deinem gesamten Zellkollektiv wird erhöht. Unterstützt zusätzlich, dass die Angst sich nicht mehr in der gleichen Form halten kann wie zuvor. Je höher die Schwingung ist in dir, desto weniger bist du in der Angst. Spür dieses goldfarbene Licht in dir und um dich herum. Und der Lichtstrahl fließt durch dein Herz nach unten in die Basis und von dort verlässt er deinen Körper und fließt in den Erdmittelpunkt hinein. Unaufhörlich fließt die Erdenergie von unten nach oben durch dich hindurch und der Lichtstrahl von oben nach unten in die Erde. In deinem Herzen vereinen sich beide Ströme, gleichen die Öffnung nach unten und nach oben aus und öffnen dein Herz, bringen dein Herz in die Drehung. Dadurch wird dein Körper und dein Energiefeld jetzt mit der kraftvollen Herzenergie geflutet und stärkt dein Feld zusätzlich. Atme jetzt zwischen deiner Herzsonne, der Erdensonne und der Himmelssonne vom Herzen in die Erde aus und von der Erde über dein Herz in die Sonne ein. Die vollständige senkrechte Atmung zwischen Erde und Himmel. Diese Uranbindung, die Anbindung an das göttliche Urfeld, an die Schöpfungsmatrix. Du bist jetzt abgekoppelt von der illusionären, künstlichen Angstmatrix und wieder angebunden an alles, was ist. Lass dich durchdringen von diesem göttlichen Funken. Dein Körper ist jetzt entspannt, dein Herz offen und dein Geist frei. Und so kann auch deine Seelenenergie und Seelenkraft wieder zu dir zurückkehren. Über den geöffneten Geist fließt diese Energie hinunter in dein Herz, verankert sich hier und dehnt sich dann in alle Räume und Ebenen deines Seins aus, beseelt dein gesamtes Sein. Es entsteht dadurch ein kraftvolles Schutzfeld um dich herum. Und deine Aura beginnt langsam wieder ihre ursprüngliche Form anzunehmen. Atme weiter zwischen Erde und Himmel. Und spür, wie du von innen her weit wirst, wie du dich langsam ausdehnst. Wie du beginnst, dich wieder mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Dem nicht inkarnierten Teil deiner Seele. Du bist jetzt wieder mit deinem Lebensbaum verbunden. Du hast deine Wurzeln tief in der Erde. Dein Körper, dein Stamm ist gestärkt und gekräftigt und dein Geist, deine Krone weit geöffnet nach oben in den Himmel. Du hast deinen inneren Raum wieder eingenommen und dein Energiefeld aufgeladen und gestärkt. Um dich wurde eine Schutzhülle aufgebaut. Und du bist wieder verbunden mit dem göttlichen Schöpfungsfunken in dir. Das, was uns am Leben hält.
Nimm jetzt noch ein paar bewusste Atemzüge. Atme hoch und tief und spür nach, wie es sich anfühlt, wie deine Verbindung nach unten ist zu deinen Wurzeln, wie sich dein Körper anfühlt und wie es deinem Geist und deiner Seele geht. Nimm wahr, ob sich etwas verändert hat. Auch wenn es nur eine kleine Veränderung ist, kann sie dennoch viel bewirken. Und wenn du möchtest, kannst du zum Abschluss die Hände auf dein Herzchakra legen. Nochmal diesen Verbindungspunkt in deinem Herzen zwischen Erde und Himmel spüren. Spür Dankbarkeit für alles, was war, was ist und sein wird. Dankbar zu sein für alle vermeintlich guten Dinge im Leben und auch für die vermeintlich schlechten Dinge im Leben. Dies ist die Kunst der Dankbarkeit. Mit dem Gefühl der Dankbarkeit für das Leben atme ein paar Mal tief ein und aus und komm langsam wieder zurück in die äußere Welt und behalte die Anbindung an deine innere Welt. Wenn du die Augen öffnest, lass den Blick noch weit. Und atme dann noch ein paar Mal tief ein und aus. Es ist sehr hilfreich, diese Erdlichtanbindung jeden Tag zu machen. Und sei es nur ein paar Minuten zu denken und darum zu bitten, dich an die Erde und das Licht anzubinden. Ich werde unten auch einen Link einstellen, wo ihr euch ein Textdokument runterladen könnt von meiner Webseite. Und wo auch viele weitere kostenlose Erdlichtanbindungen eingestellt sind. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch jederzeit kontaktieren. Ich werde auch die E-Mail unten einstellen. Dann wünsche ich euch alles Gute für diese herausfordernden und turbulenten Zeiten. Vielen Dank und Namaste.